Vielleicht können wir das mal an unseren Stream hier rausschmeißen. Meint ihr, dass die Canes zum Ende des Spiels mehr oder weniger als 60 Punkte schaffen? Können wir mal den Stream hier noch mal ein bisschen aktivieren? Wir können es auch ein bisschen interessanter machen. Oh, mit Freikarten oder sowas? Jetzt haben wir auch einen Gewinner. So wie es aussieht, ist es der Schneebastian. Und vielleicht sehen wir den Schneebastian hier live und in Farbe. Dann kann er ja mal ins Studio kommen und ein bisschen mitkommentieren. Das wäre ja interessant. Also Schneebastian, du bist herzlich eingeladen, bei uns mal hier in die Booth zu kommen und vielleicht ein bisschen das Spiel von unserer Seite zu sehen und vielleicht auch mitzukommentieren. Wäre lustig. Wir würden uns freuen. Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, get too strong. Wanna battle with the beast, bring a few on. The commander and the chief for my crew on. Bullets rattling and whistle at your toque. Never sleep, eyes open, hands clutching on my throat. This a war zone. So, wir haben jetzt auch noch mit dabei den Gewinner von unserem letzten Spiel, unserem letzten Gewinnspiel im Chat. Und das ist der Schneebastian. Schneebastian, mach mal kurz dein Mikro an. Mikro ist an. Der Junge ist schon voll der Experte hier. Nämlich nicht nur ist er reinkommen und hat gesagt, er macht mit. Also erstmal Gratulation, dass du gewonnen hast. Und er hat gleich mal sein ganzes Equipment dabei. Also, hallo, ihr könnt es mal, ja, wenn die Regie es zeigt, könnt ihr es gleich mal sehen. Nämlich, Schneebastian ist auch ein Blogger, Vlogger oder YouTube-Poster, Follower. What? Erzähl mal was. Influencer. Fuck me. Entschuldigung. Wow. Piep, piep, Misch, ein Influencer. Wir haben einen Live-Influencer hier. Ich kann endlich mal, das ist der erste Influencer, den ich mal anfassen kann. Geile Sache. Okay, gut. Und was ist so jetzt deine, kurz bevor wir noch zum Spiel zurückkommen, was ist so deine Thematik? Ja, hauptsächlich Comedy. Okay. Guckst du öfters unseren Stream? Guckst du die Canes? Also ich guck die Canes immer, wenn nicht im Stadion, dann im Livestream. Und was ich so mitbekomme über andere Spieler auch in der NFL, gucke ich die eigentlich auch, wenn ich Zeit habe. Okay, kommen wir gleich mal zu dir zurück. Erster Spielzug. Das ist jetzt die wichtigste Frage. Ich hoffe, dass du diese Frage richtig beantwortest. Sonst gibt es hier zwischen Mike und mir, also du sitzt ja zwischen uns praktisch, gibt es richtig Trouble. Also, welche Mannschaft, überleg dir die Antwort gut, ist deine Lieblings-NFL-Mannschaft? Gott, ich verfolge. Also ich gebe dir einen kurzer Hinweis. Ich würde auf ein Tier tippen. Ein Tier mit Federn. Ich will nichts Falsches sagen, aber also frag ihn doch nach seiner Meinung und nicht, was also, wir denken. Entschuldigung, ich soll nach deiner Meinung fragen. Oftmals verfolge ich halt die New England Patriots. Was? Entschuldigung. Hallo, wir haben. Ich glaube, Schneebastian hat wirklich die Patriots gesagt. So, Schneebastian, wie gefällt es dir eigentlich jetzt hier so mal live im Stadion? Ja, ist schon was komplett anderes hier oben in dem Studio zu sein. Ich muss sagen, ihr habt echt eine gute Sicht. Ich bin überrascht. Schneebastian, mal kurze Frage nochmal an dich. Wie lange guckst du eigentlich oder wie lange verfolgst du schon Football? Tatsächlich nicht so lang. Das hat begonnen, weil ich in der Schule kam Coach Sternevent ein ganzes Schuljahr zu mir an die Schule. Ach, cool. Und hat im Sportunterricht American Football uns unterrichtet. So bin ich erst auf die Sand Hurricanes gekommen. Und seit, ja, Sommer circa. Cool. So, und Moment, da muss ich einhaken. Und er hat es nicht geschafft, dich dazu zu begeistern, mit dem Sport anzufangen?
Tatsächlich. Also ich würde wahrscheinlich, aber ich weiß nicht. Also ich gucke sehr, sehr gerne zu, aber ich weiß nicht, ob ich das so lange durchhalten würde, da dauerhaft durchzurennen. Ich bin nicht so der Sportlichste. Ich spiele mein Tennis, das ist alles in Ordnung, aber Football wäre für mich, glaube ich, ein bisschen zu viel. Na ja gut, Tennis ist auch okay, nicht ohne. Okay, ist aber immer mal eine Sache. Okay, aber jetzt nochmal zurück zu dir, Mike. Du wolltest jetzt noch kurz was sagen in deiner... Wie gesagt, es ist jetzt gerade nach der Saison und das ist zugleich vor der Saison. Wir beginnen jetzt nochmal mit dem Trainingsbetrieb in allen drei Jugendabteilungen, haben jetzt ein Tryout angelegt. Und zwar wird das stattfinden am 29. September. Und wo? Am 12.10. und am 3. November. Bei uns auf dem heimigen Matzenberg. Alle Informationen werdet ihr auf unserer Homepage sowie auf Facebook und Instagram finden. Und ja, es ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, am Anfang der Offseason für den Sport auszuprobieren und eventuell dann auch anzufangen. Und wir freuen uns über alle, die da Interesse haben, vorbeikommen und sich's anschauen. Und danach ist es natürlich jedem selbst überlassen, die Entscheidung zu treffen, ob es von Interesse ist. Aber ich würde schon jedem nahelegen, zumindest mal auszuprobieren, wie es so ist mit dem Ball. Und ja, ich denke, das ist eine tolle Gelegenheit. Ja, das ist eine tolle Gelegenheit, mal so einen Fuß in die Türen zu bekommen. Und ja, deswegen jeder ist herzlich eingeladen. Jetzt muss ich aber korrigieren, haben wir nur Kontakt-Football oder haben wir auch Flag-Football? Wir haben beides und zwar die U13 spielt Flag-Football und die U16 und U19 natürlich Tackle-Football. Und dieses Tryout ist auch für alle ausgelegt, das heißt für jeden Interessenten, der zwischen 10 und 19 Jahren ist und Bock auf Football hat, kann gerne vorbeikommen und sich's anschauen. Wie findest du unser Stream? Beste Qualität, die man auf dieser komplette Erde überhaupt geben kann. Es gibt nichts Besseres. Ich bin wirklich überzeugt von der Anzeige und von dem Bild. Ich bin begeistert. Sebastian, klatsch ab. Super Antwort. So, Sebastian, also, wir legen los mit deinem ersten Kommentar über das Footballspiel hier, Saarland Hurricanes gegen die Beavers. Ja, das wird doch mal interessant, ne? Ja, schön früh geblockt. Das kann man so machen. Also schon mal ein guter Start. Ja, probier mal noch einen Down hier. Das wird lustig. Ich bin zwar vielleicht nicht der Schlechteste im Kommentieren, aber lustig wird's halt, weil ich von Football noch nicht so die beste Ahnung hab. Schreib einfach, was du siehst. Wenn ich das beschreibe, dann denkt jeder, ich wäre bekloppt, weil ich sehe ganz viele Menschen mit ganz vielen Farben und drumherum, die laufen. Ich gebe mein Bestes, okay? Nee, aber genau das ist der Punkt. Also Sebastian hat es hier gut beschrieben letztendlich, dass die meisten Leute, die erstmal das Spiel sehen, sehen einfach nur sau viele Spieler auf dem Spielfeld, die überall rumrennen. Und aber wenn das Spiel immer mehr guckst und dann merkst einfach so ein bisschen den Spielfluss erkennt man dann und danach wird es dann richtig interessant. Also wie gesagt, gut gemacht, Sebastian. So, nochmal zu dir, Sebastian. Wie hast du dir das Ganze jetzt hier vorgestellt? Ist es jetzt ungefähr so, wie du das vorgestellt hast oder entspannter, nicht entspannter, lustiger, nicht lustiger? Auf jeden Fall lustig, eine komplett neue Erfahrung. Das Livestream an sich bin ich zwar gewohnt, aber nicht über Sport und das auch nicht so aktiv zu kommentieren. Deswegen ist das eine komplett neue Erfahrung, aber ist echt cool, hier zu sein. Cool, freut uns. Kurz Frage, Sebastian. Was fasziniert dich oder was findest du eigentlich über das Football oder beim Football so interessant? Tatsächlich ist es halt was anderes, als dass man
gewohnt ist. Also wenn ich jetzt einen Fernseher anmache und Fußball gucke, denke ich mir, nee, das ist was komplett Neues und ich finde es so interessant, dass es eigentlich nur darauf ankommt, welche Spielzüge man spielt und wie man genau eigentlich an der Defense vorbeikommt. Ich finde es einfach, es ist was anderes, was Frisches, was mich dann so begeistert an dem Sport. Okay, cool. Ciao, ciao and goodbye from Kenny. And Mike. And Schlipp. Und natürlich von mir. Von mir? Von mir, Schneebastian. Na bitte, er kann's. Okay, Leute. Alles klar, ciao, ciao. Wir sehen uns in 2020. Tschüss. Bis dann.